Okay. Ich muss zugeben, mit. Oh, das muss ich jetzt drin lassen, einfach wegen der Musik. Und Angst, dass da ein Copyright irgendwie drauf ist. Ein bisschen kann ich's ja laufen lassen, dann rede ich drüber. Da, 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 da. Ist viel cool. Ist richtig oldschool. Oh, ist das cool. Also das kann ich jetzt nicht überspringen. Auch wenn ich jetzt es verlockend ist, die Credits zu überspringen, aber die Musik ist es wert. Ich will jetzt auch gar nichts reden, weil die Musik so cool klingt. March along, march along, march along, march along to the Merry Marvel Marching Society. Das ist irgendein Marvel-Lied. Mal wieder singen Marvel Society. Die offizielle Intro-Melodie von Stan Lee, dem großen Schöpfer dieses Universums. Paulie Hughes. Bah, wie viel kommen denn da noch? Hätte jetzt dann doch schon gern weg, damit ich noch ein bisschen extra machen kann. Ich meine, ich könnte jetzt. Jetzt weiß ich nicht, ob es sich noch lohnt, hier jetzt noch ein Fazit zu machen. Jetzt sind wir bei Special Thanks. Ich glaube, das mache ich erst nach dem Extra. Thank you for always being there. Okay, da kommt noch einiges. Kurzes Fazit zwischendurch, um die Zeit zu überbrücken. Spiel ist, das sage ich hier bei jedem Spiel, ein tolles Spiel. Ich liebe die Lego-Spiele. Bin immer noch der größte Fan von Lego Star Wars. Die komplette Saga von 1 bis 6. Die Spiele sind einfach so toll. Der Unterschied zu dem Lego-Spiel ist, dass dort die Charaktere noch gar nicht reden. Das ist im Prinzip ein Stummspiel eigentlich. Gibt es nur die Soundeffekte und wird nur so rumgezeigt. So ein bisschen ähnlich wie bei Sims, einfach nur so irgendwelche Geräusche. So und zeigen irgendwo drauf. Und man kriegt trotzdem alles mit. Es war noch richtig cool. Das kommt auf jeden Fall irgendwann. Muss ich mir überlegen. Aber irgendwann werde ich das auf jeden Fall spielen, weil es einfach so cool ist. Ich liebe das. Und ja, das Spiel ist auf jeden Fall toll vom Humor her. Die Story war auch cool, eigentlich. Weil es nichts Aufregendes ist. Ich meine, es ist im Prinzip bei Avengers meistens das Gleiche, die paar Superhelden gegen die paar Bösewichter. So viel wird sich daran nicht ändern, aber es ist halt immer wieder was Neues dabei. Und hier Deadpool created by Rob Liefeld. Ah, die haben die. Es waren einzelne Personen, die diese Person, die Figuren erstellt haben. Boah, jetzt kommt doch Warner Brothers. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, war klar. Red zu viel. Kurz nachdenken, kurz nachdenken, kurz nachdenken. So, kurz nachdenken. Mir fällt es nicht mehr ein. Ja, das Spiel macht Spaß, ist bestimmt noch lustiger, wenn man es mit Freunden spielt. Ich habe Lego Star Wars mit einem Freund ein bisschen gespielt. Das war auf jeden Fall noch besser, aber das Spiel macht bestimmt zu zweit auch nochmal so viel Spaß, wenn man sich gegenseitig
irgendwie fertig machen kann auch noch und die Steine wegschnappen und was auch immer man sonst noch machen kann. Dann gibt es hier noch so viele kleine Secrets zu entdecken in jedem Level, die ganzen Bauteile, wo ich die Sammelobjekte eben, wo ich größtenteils nur ein oder zwei pro Level gesammelt habe. Da kommt dann meistens zum Schluss irgendein Model raus, das sich aus den Teilen zusammenbildet und das kann man dann wahrscheinlich im Helicarrier anschauen. Werden wir vielleicht noch sehen jetzt. Dann. Nach den Credits. Wenn die mal enden. Irgendwann. Vielleicht. Weiß man ja. Obwohl ich jetzt dann weiter drücken kann. Aber jetzt rede ich noch ein bisschen. Das will man wahrscheinlich jetzt nicht hören, aber ich rede noch ein bisschen. Ich rede immer so Mist. So, was gibt's denn noch zu sagen? Ja, Stan Lee kann man noch überall retten. Das habe ich ja, glaube einmal geschafft oder zweimal. Das ist auch größtenteils nur möglich, wenn man im freien Spiel dorthin geht, weil es gibt ja dann noch die Möglichkeit, jedes Level nochmal im freien Spielmodus zu machen. Und das heißt, man kriegt ein Team mit verschiedenen Charakteren, wo normalerweise alle Fähigkeiten vorhanden sind, was man irgendwie verwenden kann. Also einer mit magnetischen, einer mit Telekinese, einer mit Laserstrahlen, mit den Raketen oder sowas für die Silbernen und allen möglichen halt. Dass man eben alles in einer Welt finden kann. Es gibt halt dann auch noch den freien Spielmodus. Da kann man dann eben auch Stan Lee und die ganzen Sammelobjekte kriegen. Und ja, dann kann man sich so noch in der Welt umschauen. Es gibt doch so viele Charaktere zum Freischalten auch. So viel und Fahrzeuge auch noch. Boah, es gibt hier in dem Spiel einfach so viel noch, was man tun kann zwischendurch. Einfach schön. Einfach nur schön. Boah, jetzt kommen viele Namen. Gustavo Rex. Elessior del Valle. Gustavo Mena, Mario Marines, Ramirez, Marines, Marinade. Ah, jetzt. JPEG, the software is based in part of the work of the independent JPEG group. Squish. Was ist denn Squish? Keine Ahnung. The software is provided as is, without warranty of any kind. Kann man ja alles gar nicht lesen, so schnell geht das vorbei. Auch wenn ich mich anstrengen würde, geht das nicht. Egal. So, auf jeden Fall, wer die Lego-Spiele mag, das Spiel ist eine Empfehlung von mir auf jeden Fall wert. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, bei jedem Spiel, wo ich ein Fazit dazu gemacht habe, eine Empfehlung danach gegeben, aber das kann man halt auch wirklich länger spielen mit den ganzen Extras, was man sammeln kann und vor allem im Multiplayer dann nochmal extra Spaß haben und alle Missionen wiederholen. Das kann man ja auch nicht bei jedem Spiel. Spiel im Prinzip nochmal durchspielen. Na, bei dem geht's. Deswegen auf jeden Fall cool. So. Und jetzt können wir frei rumlaufen. Überspringen. Jawohl. So, jetzt können wir auch frei hier auswählen. Und jetzt kann ich hier auch Figuren kaufen, die ich noch nicht habe. Mit meinen ganzen 10.000, 2 Millionen Steinen. Doombot V-Serie. Ah, da ist der große. Ein bisschen durchschauen, welche cool aussehen. Frostriese. Aufräumdienst. Magneto habe ich gar nicht. Pyro. Liberty. Ich bin Liberty Island. Kann ich irgendeine Spezialfähigkeit? Nö. Schade. Da allein wie viele Charaktere es da zum Freischalten gibt. Ist ja unglaublich. Juggernaut, MODOK, Mini Sentinel, Mastermind, Magnetus Akolyt. Achso, das ist der Handlanger. Für sowas gebe ich Geld aus. Ochsenwächter, Sabertooth, Sandman. Ah, warte mal, den brauche ich. Ein bisschen durchschauen. Ah, Yoda anscheinend. Ah, und da kann man die eigenen Charaktere, genau. Und das muss ich mir jetzt dann auch noch ansehen. Auf jeden Fall. Dann kaufen wir noch ein paar
Nein, ah, toll. Jetzt habe ich zwei Dr. Boom. Ah, nimmt Zola. Und ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen behalte ich mir auch noch. Das ist jetzt eigentlich dumm, alles zu verschwenden. Vielleicht mit dem irgendwas machen? Ja, Schaden. So, jetzt sehen wir uns mal im Helicarrier um. Was es hier alles zu entdecken gibt. Ist da noch viel ungesehen. Da kann man nichts machen. So, da vorne kann man die Missionen wiederholen. Das weiß ich. So kann man Missionen auswählen, die man spielen will. Will ich jetzt aber nicht. Der tut die Scheiben putzen. Seiner Lunchbox. Auch eine interessante Idee. Ich gehe jetzt aber erstmal hier rein. So, was haben wir denn hier alles? Da ist ein Laboratorium. Kannst du mir vielleicht helfen? Das Fenster ist so groß. Bis ich mit Putzen fertig bin, ist es schon wieder dreckig. Und ich darf wieder von vorne anfangen. Ich muss dringend aufs Klo, aber ich kann jetzt weg, wenn ich fertig bin. Ja, okay, helf mir denn mal. Der böse Deadpool hat hier wieder alles angeschmiert. So, Magneto. Wo ist der denn? Brauche ich den denn? Ach, da drüben ist der. Sieht nach, nach magnetischem aus, oder? Oder? Kann der das nicht? Hä? Das ist doch magnetisch, das Ding. Ach, ich will nicht mit dem reden. Kannst du mir vielleicht helfen? Nein! Das ist so groß. Bis ich mit Putzen fertig bin, ist es schon wieder dreckig. Ach, da gibt's eine Karte. Ich muss von vorne anfangen. Ich muss dringend aufs Klo, aber ich kann erst weg, wenn ich fertig bin. Okay, ein paar Räume gibt's hier noch zu entdecken. Aber das ist doch... Oder ist das Telekinese, warte mal. Jean. Ich versteh's nicht. Hab ich irgendwie mit Wasser? Iceman? Kann ich ja nicht mal treffen hier. Ich versteh's nicht. Bin irgendwie zu blöd dafür. Ist egal, macht ja nichts. Jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, alles kaputt schießen. Wild einfach durch den Helicarrier mit Eis schießen. Bestimmt gut. Gehört genauso. Wird da vorne irgendwas machen? In der Konsole? Nö.